Hallo und herzlich willkommen hier zu USA-Raser. Wir sind hier zurück mit dem Markoxy und mir, dem Tramp. Genau, der Tramp darf noch ein Rennen fahren. Leg los. Genau. Beißt ein großes Stück ab vom Big Apple. New York ist meine Stadt, Baby. Die Stadt, die niemals schläft. Kein Wunder, denn hier rufen die Autos mindestens 24 Stunden am Tag. Und um diesen Verkehr zu überleben, braucht ihr Nerven wie Drahtseile. Grüßt auf eurer Tour Lady Liberty. Heizt die Wall Street entlang, um einen Crash selbst mitzuerleben. Stört das Konzert im Central Park und mischt den Times Square auf. Und wenn ihr durch seid, holt tief Luft und schreit es heraus. I love New York. Was machen wir zum Schluss, wenn wir das Rennen geschafft haben? Und dann schauen wir bei I love New York. New York. Ah, ich wollte noch was sagen, deine Crisis, deine Parts sind richtig gut, also deine zwei. Ja, das sollte ich auch wieder ein aufnehmen, sodass ich am Wochenende wieder einen hochladen kann. Muss ich noch machen. Ja, genau, heute ist um 14 Uhr dein erster Tomb Raider Part erschienen. Stimmt. Okay. Ja, wir haben Freitag. Man muss einfach sagen, die Polizeiautos sind einfach immer noch fies wie die Sau. Fies, scheiße. Ja, und so weiter. Wie bei jedem Spiel eigentlich. Bei jedem Spiel. Es hat damals schon angefangen. Aber das Auto ist echt übertrieben. In manchen Kurven, da bricht es einfach aus. Das ist wirklich teilweise etwas zu heftig. Wir machen ja wahrscheinlich hier noch ein USA-Raser-Special. Da fahren wir gegeneinander. Einer ist der Cop und der andere ist ein Raser. Und dann wird der Bildschirm in der Mitte geteilt und dann fahren wir gegeneinander. Jetzt habe ich da eine gute Idee bekommen. Und zwar habe ich ja die Tastatur jetzt hier. Und den Numblock extra. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt die zweite Steuerung nur auf den Numblock fixiere, nur auf die Zahlen, und wir schließen den Numblock an? Du hast die Tastatur zum Fahren und ich fahre mit Numblock. Wenn das geht. Was meinst du so von der Technik? Ist das möglich? Ich glaube nicht, dass es geht, dass es der PC erkennt. Aber das wäre schon eine coole Sache. Das wäre coole Sache, aber ich glaube nicht, dass es geht. Aber ich würd das tatsächlich erst machen, wenn wir hier fertig sind. Ja, dann würde ich noch Crazy Taxi davor aufnehmen und dann erst das Special machen. Ja, so. Weil das finde ich nämlich jetzt erstmal wichtiger, dass wir das haben. Genau. Weil Crazy Taxi ist wirklich auch eine richtig geile Kindheitserinnerung, muss man einfach sagen. Ja. Das hat damals richtig Fun gemacht und es macht auch immer noch Fun. Da schließe ich mich dir natürlich im Voll und Ganzen an. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es das Format schon gibt. Gibt es das Format schon? Wie Format? Ja, Kindheitserinnerungen. Ach so, nein, da hast du bis jetzt noch nichts. Das hier wäre Kindheitserinnerung. Nee, ich meine allgemein im Netz auf YouTube. Ach so, ob es das noch gibt. Gibt's da schon Leute, die. Ja, bestimmt gibt's Leute, die so 30 sind, Let's Plays immer noch machen und sich an die alte Kindheit erinnern, an die Kindheitserinnerung. Das könnte sein. Es könnte sein, dass es schon so gibt. Also ich glaub's eigentlich sogar, wenn man sich wirklich überlegt. Ich check das mal. Aber das wäre schon klasse, wenn wir sind praktisch in derselben Zeit auf den Gedanken gekommen, Let's Play Kindheitserinnerung, wirklich ungelogen. Und wir fanden das super, das wäre jetzt natürlich der Burner. Und es ist vor allem geil, wir machen beide Let's Plays und wir waren beide, also wir kennen uns jetzt nicht schon, wir kennen uns ja nicht jetzt nicht erst seit gestern, sondern wirklich schon, ich weiß nicht wie viele Jahre war das überhaupt her mit dem? 8 Jahre auf jeden Fall. Also schon eine relativ lange Zeit. Ich bin jetzt 18, da wo ich 10 war, kannten wir uns schon. Ja, ich könnte schon sagen, wir können bald unser 10-jähriges feiern. Ja, auf jeden Fall, da haben wir schon einiges gezockt zusammen schon. Genau, an wir einem haben auch, Rechner. Was auch richtig geil war. Aber das würde ich jetzt nicht als Kindheitserinnerung machen, weil das ist einfach, da muss man einfach ein richtiges Let's Play machen. Ey. Wir kommen ja jetzt auch nicht so oft zusammen. Und wenn dann nur so 2-3 Stunden höchstens. Genau. Am ja. Stück. Und was wir früher auch immer sehr gern gezockt haben, das war GTA Vice City. Oh ja. Ich kann mich noch genau dran erinnern, da sind wir, ich weiß nicht, da haben wir
Da gab es auch so eine Garage, da musste man immer 5 Autos reinstellen, wenn man ein Level machen wollte. Ich weiß noch, da sind wir, glaube ich, weiß nicht, Ewigkeiten daran gesessen, die ganzen Autos zu bekommen. Mhm. Das hat auch richtig. Ja. Jetzt der Wechsel zum Mark Coxy. Jawohl! Also ich hasse die Leute. Übrigens, der von Crysis 3 hat dir noch einen Kommentar dagelassen. Noch einen Kommentar? Mhm. Okay. Da solltest du vielleicht noch drauf antworten. Mal schauen, wenn ich da die Zeit dazu finde. Ist mir jetzt gerade spontan gekommen und das wollte ich dir einfach mal... Okay, gut. Sagen. Dann machen wir da mal kurz weiter. So, also, los geht's. Das Kommentar, da schaue ich mal, wann ich da melden kann, mich da melden kann. Darf ich mal kurz was gucken? Ja, das darfst du. So, da, guck mal, wie ich mich auskenne. Ja, schaust du mal an. Live-Kompagnon, okay, das ist ja cool. Ja, finde ich auch. Habt ihr was gesehen, Let's Play? Warte, ich gebe dir das Passwort ein. Da schau, das gibt's als Let's Play Kindheitserinnerungen schon. Also da gibt's doch etwas, aber ob es das jetzt wirklich so als... Ja doch, gibt schon, leider. Ja, wir sind selber drauf gekommen, muss man dazu sagen. Also, das stimmt, wir sind jetzt nicht im Netz gegangen und haben geguckt, oh, was kann man da machen? Sondern wir haben das selber... Wir fanden das selber wirklich geil. Wobei, das ist eine gute Idee. Wir können echt mal im Netz schauen, was gibt's denn alles. Let's Play, Let's Talk, Let's Play Kindheitserinnerungen... Können wir mal im Netz schauen, was es da sonst noch so gibt? Oder? Das wäre auch eine Option. Oder was sagst du? Oh Gott, wir brennen. Oh Gott. Also Kindheitserinnerungen, da muss ich wirklich sagen, da ist unsere Kindheitserinnerung einiges cooler als jetzt Bibi Blocksberg, ein verhexter Schultag. Das habe ich mir sogar angeschaut. Das haben zwei Mädels gemacht. Und, ja, die sind auch, keine Ahnung, schon viel zu alt für das Spiel. Da habe ich mich auch gewundert. Aber ich meine, wenn es denen Spaß macht und... Aber man muss wirklich sagen, für das Spiel, was wir jetzt spielen, da ist man nicht zu alt. Das stimmt, ja. Wir wollten ja mal so als Spaß Let's Play Benjamin Blümchen. Aber ich glaube, das machen wir lieber nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das war eine Kurzschlussidee. Das war wirklich eine Kurzschlussidee. Aber das machen wir nicht. Wir machen coole Spiele. Genau. Als nächstes machen wir dann Crazy Taxi, was auch ein richtig geiles Spiel ist. Und für damals hatte das eine richtig geile Hammer-Grafik. Wobei das dann... Das hat der PC von als wir das bei einer Nachbarin gezockt haben, das hat der PC kaum gepackt. Das war richtig aufwendig damals. Und das war der beste PC, wo sie damals hatte, den besten XP, wo es gab. Und der hat... ziemlich viel gekostet und der hatte wirklich zum Kämpfen mit dem Spiel. Also es war für da, das war heute Battlefield 4, wie kann man sagen, also von WTF. Meine Fresse, leck mich am Arsch. Das war wirklich, oder sagen wir, was gibt es noch Heftigeres? Sag mal. Also, ja, okay. Was reizt denn den PC so richtig heftig aus? Ich glaube Battlefield 4, wenn man das auf Ultra zockt, kann man das da hat dann im PC mit i7 auch schon ein bisschen zu kämpfen und dann noch mit Aufnahme. Okay, das haben wir damals nicht gemacht, aber trotzdem so kann man das eigentlich vergleichen mit heute eigentlich, kann man sagen. Also mein PC, der hat auch Schwierigkeiten bei Battlefield 4 gehabt, sobald ich Fraps eingeschaltet habe und ich musste das Ganze auf 16-Bit oder 32 zocken. Auf jeden Fall nicht auf die größte Bitzahl, wo mein PC abrufen kann. Pass auf! Sondern halt nur die mittlere. Und da hatte der auch zum Kämpfen. Schau, alles im grünen Bereich. Ja, und man muss einfach dazu sagen, dein PC, der ist eigentlich wirklich geil. Ja, der könnte zwar noch ein bisschen mehr RAM vertragen. Ja, okay, da hat er jetzt... Okay, 16 wäre natürlich schon geil. Der hat jetzt 8. Trotzdem, also man kann es, ich glaube, i7 drin und gute Grafikkarte, ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Wenn du wirklich, also Prozessor und
deine Grafikkarte, die sind wirklich auf einem hohen Niveau. Da kannst du ja recht schauen, da ist ein bisschen was abgebildet, was der da hat. Also eine AMD Radeon HD 6870 mit maximal 4 GB Grafikram. Ja, 1 Terabyte. Also das Einzige, was man da jetzt, wenn man wirklich einen richtig High-End-PC haben will, dann ist das Einzige, was man da noch wirklich aufrüsten muss, wenn man das haben will, die Festplatte und der Arbeitsspeicher. Ein bisschen mehr. Festplatte, SSD, das macht richtig was aus, wenn du eine SSD-Festplatte hast. Ich bin überfordert mit der Tastatur. Ich hasse es. Also ich komme. Oh Gott, sag bloß, da vorne ist das Ziel. Doch, das voll ist professionell. Was sagst du dazu? Da können wir ja mal reparieren. Wir haben ja Geld und wir brauchen sonst für nichts. Genau, und so viel kostet die Reparatur ja nicht wirklich. Ich bin der größte Raser aller Zeiten. Ja, ich hasse so Angeber. Ich mag das irgendwie nicht. Ja, das ist ein Großkotz, ja. Ja, da gibt's natürlich. Darf ich jetzt noch eins? Du darfst noch eins machen, ja. Ich darf noch eins. Ja, da haben manche haben sich darauf fokussiert. Im Netz müssen wir jetzt, wollte ich nur dazu sagen, manche spielen Kindheitserinnerungen und manche. So, jetzt. Also man muss dazu sagen, Kindheitserinnerungen wird im Netz verschieden aufgefasst, beziehungsweise es gibt Leute, die spielen Kindheitserinnerungen, also wie Baby Blocksberg oder halt was wir jetzt machen, oder manche reden in neuen Spielen über Kindheitserinnerungen. Ah ja, okay, ja. Und hauptsächlich reden die über Kindheitserinnerungen. Es gibt zwar schon ein paar, die zocken das auch, aber es gibt die meisten reden über Kindheitserinnerungen in einem relativ neuen Spiel. Kann man hier jetzt ja, okay, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her, aber trotzdem, für damals war es relativ neu. Was für ein Spiel? Fahrenheit kenne ich sogar. Kenne ich nicht. 4-3. Okay, das ist auch relativ alt, aber es wird trotzdem nur darüber geredet und nicht gespielt. Und was ich noch gesehen habe, das war Let's Play. Wo war es denn? Left 4 Dead 2. Das ist ein relativ neues Spiel. Das ist keine Kindheitserinnerung. Außer es gibt natürlich auch so richtig coole Jungs, die mit 12 Battlefield 4 von ihrem Vater zocken. Für die ist es eine Kindheitserinnerung, Battlefield 4 zum Beispiel. Ja, ich meine, wir haben auch mit 15 oder 14. Ne, mit 14 oder 13 Rise City gespielt und das ist erst ab 16. Ja, okay, aber das, man muss auch sagen, wir haben das nicht gezockt, weil wir es geil finden, Leute zu töten, sondern einfach nur geil, okay, wir sind auch mit der Bazooka auf dem Dach gestanden und haben die ganze Polizeiautos kaputt gemacht, damit wir die höchste Anzahl an Sternen bekommen. Das stimmt. Und ich habe das Spiel mal bei einem Klassenkamerad vor, keine Ahnung, wie viele Lichtjahren gesehen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das musst du dir kaufen. Und davor habe ich eigentlich noch nie irgendwie einen Ego-Shooter oder so gespielt. Es ist ja kein Ego-Shooter. Oder ein Ballerspiel, sagen wir so. Okay, Ballerspiel. Und das Auto ist zu schnell. Das Auto ist zu schnell und hatte schlechte Bremsen dafür. Und ja, das war mein erstes Ballerspiel, wo ich wirklich gespielt habe und gut fand. Ich meine, man hatte eine Free World gehabt, eine freie Welt, wo du dich bewegen konntest, Auto fahren, ballern, in Häuser reingehen. Fand ich einfach klasse. Das ist auch wirklich so GTA. Du hast einen Flugsimulator, du hast einen Autosimulator, du hast einen Shooter. Du hast so viele verschiedene Sachen in einem Spiel vereint. Das macht's einfach aus. Genau. Deshalb so habe ich es mir jetzt vor 2 Wochen auch geholt. Du hast ja den Dreierpack geholt. Den Dreierpack, oder? Von Steam geholt. Gab es damals ein Angebot. GTA 3 bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ich auch nicht. GTA San Andreas fand ich ganz cool. GTA Vice City
für zusammen für 10 Euro. 6,74 Euro, glaube ich. Das war gut. Im Laden kostet es 10 Euro. Oder hat es mal gekostet bis vor einem Jahr? Da habe ich gedacht, okay, GTA 3, ja, meine Güte, wenn man es hat, dann hat man es. Genau, aber Rise City und San Andreas sind einfach doch noch ganz in Ordnung. Ja, aber trotzdem, irgendwann wollen wir auf dem Kanal, wollen wir irgendwann alle GTAs vereint haben. Oh, das dauert. Das dauert zwar Ewigkeiten, aber irgendwann haben wir es. Genau, in 2 Jahren wird es dann soweit sein, wenn wir heute anfangen. Aber trotzdem, das ist auf jeden Fall. Also das haben wir auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben bis jetzt eigentlich fast alles gemacht, was wir vorhatten. Also es ist auch zu machen. Man kann das, man braucht dafür GTA richtig lange, bis man es durch hat, weil da so viele verschiedene Missionen. Automission, Polizei, Feuerwehr, ich weiß nicht was alles. Was es da alles gibt. Oder Leute mit dem Taxi abholen oder am Strand mit dem Krankenwagen entlangfahren und Kranke irgendwie abholen. Ich weiß nicht, wie viel das überhaupt gibt. Dann braucht man auf jeden Fall Ewigkeiten, bis man es durch hat. Aber trotzdem, wollen wir alle GTAs vereint haben auf dem Kanal. Und deshalb werde ich, ich habe mich dazu entschlossen, GTA San Andreas aufzunehmen. Ich mache Vice City. Und GTA 5, sobald es mal rauskommt. Und GTA 5 und zum Schluss, wenn wir mal ins GTA 3 natürlich auch. Es ist zwar jetzt nicht das beste Spiel, aber trotzdem, das wollen wir auch drauf haben, da kann ich mich natürlich dann auch darüber kümmern, damit du das nicht ergehen lassen musst. Genau, ja. So, dann darfst du jetzt 2 Rennen fahren. Genau, das sind unsere Pläne. Dann würden wir uns verabschieden. Nee, du darfst doch noch einmal, oder? Haben wir es nicht. Ich bin jetzt völlig außer. Haben wir den Part jetzt? Wann haben wir den begonnen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir haben in Los Angeles angefangen. 3 Videos, du darfst noch eins machen, Las Vegas. 3 Videos, 3 Videos. Ne, sind wir noch am Schluss? Wir sind jetzt am Schluss. Okay, ja, doch, stimmt. Wir sind okay, am Schluss. Machen wir Schluss. Wir haben es 2-mal aufgenommen und haben jetzt 6 Karten. Das heißt, wir haben es. Ja, genau. Also. Okay, und sonst, wenn der Part nur 10 Minuten geht, dann gibt es mehr Parts. Genau. Muss man so sehen. Also. Ja, dann würden wir uns verabschieden und gucken, wie es so aussieht. Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal F12.